Mein Name ist Fabian Prietz, ich bin Fitness- und Performance-Coach und zeige dir heute meinen Tagesablauf, bedeutet alles über Training, Ernährung, wie ich Fitness, Business und Freizeit kombiniere, meine Tagesstruktur, meinen Coaching-Ablauf, meine Coaching-Arbeit, deswegen bleib bis zum Ende dran, da siehst du alles und viel Spaß dabei. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Vlog. Man hörte meine Stimme, ich bin gerade aufgestanden. Und jetzt geht's rein in den Tag. Gut erholt, gut ausgeschlafen. Immer wichtig, um morgens direkt in den Tag reinzustarten. Nicht irgendwie müde sein, nicht irgendwie nicht aus dem Bett kommen. Und rein in die Masse. So, 5 Minuten später frisch gemacht. Duscht, getrunken, alles wichtig erledigt. Auch in die Sonne gegangen, auch ein sehr wichtiger Punkt für eine gute Schlafqualität. Und jetzt geht's einmal hier unten ans MacBook. Den Tagplan. Sehr, sehr wichtig am Morgen, direkt zu wissen, was steht an, was sind die wichtigsten Dinge, die heute erledigt werden müssen. Bei mir sind es heute beispielsweise Content aufnehmen, Coaching-Check-Ins machen, neue Dinge ins Coaching mit implementieren und vor allem auch viele Beratungsgespräche und Interessenten-Calls führen. Und da starte ich jetzt. So, ich gehe jetzt als erstes tatsächlich erstmal in die Kirche, auf dem Quad. Sehr, sehr geil, bis gleich. Als ich gerade mit dem Quad an den Leuten vorbeigefahren bin, ist mir aufgefallen, was ich eigentlich für ein Privileg habe, dass ich morgens, während andere Leute für eine 10-Euro-Stunde zur Arbeit gehen, ich mit dem Quad an die Küche fahren kann, dass ich einen super geilen Beruf habe, der mir super viel Spaß macht, wo ich so, ich kann mir legit nichts Besseres vorstellen, als Menschen so zu helfen, wie es tue. Und da bin ich extrem dankbar für. Kaffee ist gekommen. Wichtig, den nicht direkt nach dem Aufstehen zu trinken, sondern erstmal mindestens eine Dreiviertelstunde zu warten. Dann wirkt der auch richtig, dann kann man den auch richtig genießen. Deshalb wichtige Änderungen. It was at this moment that he knew. He fucked up. So, nachdem das Quad einmal kaputt gegangen ist und ich mir ein neues holen musste, sind wir jetzt hier beim Diven. Es ist mies geil hier, auch die Klippen runter zu springen. Ist sehr, sehr schön. Ich glaube, es sind knapp 10 Meter hier runter. Es ist halt total blaues Wasser einfach. Richtig geil. So, man hat gesehen, wir waren Quad fahren. Mir geht's gut, Gott sei Dank, nichts Schlimmes passiert. Musste 1000 Euro zahlen, wie man hier sieht, aber gehört halt dazu. Ne? Zahlt man einmal als Lesson, als Learning, dass man in der Zukunft etwas vorsichtiger fährt. Und das war einfach nur eine teure Quadfahrt. Gehört dazu, Mund abwischen, weitermachen, back to work, Champ. Es ist Mittagszeit, es gibt eine schnelle Bowl, die ich bestellt habe mit Buchweizen. Was haben wir drin? Avocado, Granatapfelkerne, Möhre, Gemüse, Pilze, alles kleine Sachen. Verschiedene gute, hochqualitative Carbquellen, also Kohlenhydratquellen, die mittags für viel Energie sorgen, die kein Mittagstief verursachen. Dazu gibt es natürlich auch noch Proteine. Mache ich hier einmal fettreduziertes Hack noch. Hat man eine schnelle Mahlzeit. Einmal vielleicht 10 Minuten kochen und dann ist das Ding durch. Das ist übrigens auch eine Mahlzeit für viel Testosteron, denn wir haben nur Lebensmittel mit einer hohen Qualität drin, die wenig verarbeitet sind, die viele Nährstoffe haben. Gesunde Fette durch die Avocado. Wir haben Granatapfelkerne, die sind gut für Testosteron. Wir haben Fleisch, das ist gut für Testosteron. Also Top-Mahlzeit. Wie man sieht, geht es weiter am Gym. Heute steht Beintraining an. Ich habe noch die Kreuzbandriss-Recovery, die ansteht. Deshalb muss ich mit den Gewichten ordentlich aufpassen. Alles ein bisschen langsamer machen, mehr Fokus auf Stabilität legen, auf gute, qualitative Muskulatur statt einfach nur Ego pushen. Und deshalb freue ich mich drauf. Geiles Training. So, 30 bis 60 Minuten sollte so eine Trainingseinheit dauern. Alles darüber hinaus ist nicht nötig. Verschwendet zu viel Zeit, deshalb auch hier ein Glaubenssatz, der unbedingt gelöst werden muss. Wer fit sein will, reicht es, 3-4 Mal die Woche für 30 bis 60 Minuten trainieren zu gehen. Alles andere ist nicht nötig. Und auch hier wieder verdammt wichtig. Ich merke nach dem Gym immer, wie selbstbewusst ich bin, wie gut meine Ausstrahlung ist, wie wohl ich mich fühle, wie mein Selbstwertgefühl steigt, weil ich weiß, ich tue die Dinge, die getan werden müssen. Deshalb, Gym-Routine ist einfach essentiell für den Kopf, für den Körper, für den Geist, für die Gesundheit, fürs Mindset. Deshalb, Arsch hoch! Kurze Roomtour aus der Villa. Wir haben hier auf jeden Fall mehr als genug Platz. Oben sind die 3 Schlafzimmer. Hier draußen haben wir einen wunderschönen Schulterdrück-Arbeitsbereich.
Hier vorne ist der Jacuzzi, hier ist der Pool, da hinten ist die Tischtennisplatte. Jacuzzi wird meistens abends genutzt. Hier vorne wird dann manchmal Sparring gemacht. Ich persönlich fokussiere mich eher auf Gym, aber manchmal bin ich auch beim Kampfsport dabei. Pool für die Abkühlung und Tischtennisplatte tatsächlich für die Arbeitspausen. Sehr, sehr geil, muss ich sagen. Kann man auf jeden Fall machen. Auch Weiterbildung ist für mich ein wichtiger Part, weshalb ich viel lese, dafür sorge, mich ständig weiterzubilden, denn man hat nie ausgelernt. Ich will Coaching mein Leben lang machen, ich habe da Bock drauf und deshalb will ich natürlich auch besser werden in dem, was ich mache. Nicht nur, dass ich durch die Praxiserfahrung, die ich habe, mit über 150 Teilnehmern, sondern auch durch das Neuwissen, was ich mir weiterhin aneigne. Abendessen ist fertig. Man sieht, das ist kein langweiliges Hühnchen mit Reis, wie bei den meisten Coaches, sondern das ist geiles Essen. Wir haben hier Reis, Hack, Tomaten, Granatapfelkäse, Gewürze, Himalaya-Salz, alles Wichtige, was dazu gehört. Schnell, abwechslungsreich, lecker, gut fürs Energielevel und vor allem langfristig durchziehbar. Und das gebe ich natürlich auch allen Klienten mit. Eine Checkliste mit über 18 gesunden Rezepten, schnell umsetzbar, 10 Minuten Kochaufwand und zack, gute, gesunde Ernährung, ohne dass man nämlich Chefkoch sein muss oder so. Währenddessen noch ein YouTube-Video zum Thema Online-Branding geschaut und neuen Instagram-Post hier reingepackt mit Tipps für bessere Körperhaltung, deswegen schaut auf jeden Fall vorbei, sehr, sehr viel Mehrwert auf Instagram. Weiter geht's mit den Check-ins, die wöchentliche Rechenschaftsablegung von den Coaching-Teilnehmern, wo quasi einmal analysiert wird, wie lief Training, wie lief Ernährung, wie lief Schlaf, wie lief das Energielevel, wie wurde durchgezogen, was gab es für Learnings, was gab es für Rückfälle, sage ich mal, und wie kann man daran arbeiten, was gibt es für neue Wochenziele. Dazu gab es einmal Feedback und das sehr ausführlich, persönlich mit Audioform. So, hier ein Beispiel von einem Check-in. Einen Donut gegessen, alles getrunken, guter Schlaf, Gewicht geht hoch, Schlaf ist gut, Ernährung ist gut. Personal Training gemeinsam mit mir gemacht, auch ein persönlicher Faktor, wenn es örtlich passt. Und auch coachingtechnisch wieder top zufrieden. Kleiner Ausblick in den Check-in hier. Hier ein Beispiel von der neuen Coaching-Transformation. Sind jetzt 6 Monate sowohl Bauchfett verloren als auch Muskeln aufgebaut. Sehr sauber, sehr stark. Super erfolgreicher Tag auch heute. Alleine 2 neue Coaching-Teilnehmer. Ein weiteres Beratungsgespräch, was noch ansteht. Und ein Erstgespräch, wo sich 2 Geschäftspartner über das Coaching informiert haben. Auch hier wichtig immer, ich gebe eine transparente Einschätzung, ob ich helfen kann. Ich gebe eine Einschätzung, wie die Zusammenarbeit aussehen kann, sodass man sich informieren kann, ohne direkt sich entscheiden zu müssen. Deshalb hier unten Call buchen und einfach mal sprechen mit mir. Wie man sieht, wird jetzt hier einmal noch der Jacuzzi vorbereitet, wo es heute Abend reingeht. Auch wichtig für die Regeneration, sich immer mal wieder eine Auszeit zu nehmen, wenn man merkt, dass man zu gestresst ist, wenn man sich einfach belohnen will. Ne, da sehe ich auch viele Leute, die den Fehler machen, zu hart zu hustlen. Und wo sie dann langfristig mit der Regeneration nicht hinterherkommen. Denn wer doppelt so viel arbeitet, braucht auch doppelt so viel Regeneration. So, wir gehen jetzt einmal noch einkaufen. Wir haben Wasser und Reiswaffeln und vielleicht noch Honig zu holen. Und dann schauen wir mal, was es gibt. Medjool-Datteln, sehr geile Kohlenhydratquelle. Hier haben wir Cypress Raw Honey, das ist roher Honig, also quasi unerhitzter Honig, der dadurch mehr Nährstoffe und gesunde Bakterien hat. Und auch wenn diese Datteln hier 5 Euro kosten, ist es absolut wichtig, mehr Geld in seine Ernährung zu investieren, um eine höhere Qualität zu haben. Weniger Schadstoffe, mehr Nährstoffe, mehr Qualität, mehr Performance, mehr Umsatz auch dadurch, deshalb lohnt sich. Das ist halt auch das Gute, sobald man einmal eine feste Einkaufsliste hat, weiß, worauf man bei der Ernährung achten muss, ist es super simpel, weil es einfach super schnell geht. Das heißt, man hat einmal für eine Woche alles eingekauft, was man braucht, hat dann eine Woche garantiert gute Ernährung und hat damit Performance und körperlichen Fortschritt gesichert. Und das zeigt wieder, du bist nur so kurz davor, dein Leben zu verändern. Du musst es halt nur in die Hand nehmen.